Ja, hallo, schönen guten Morgen oder wann immer euch das anschaut. Hier ist Sebastian von Pictopia und ich bin heute hier, um euch ein neues Buch näher zu bringen. So neu ist es gar nicht mehr, und zwar ist es nicht so leicht lesbar. Marode Substanzgenosse von, wie heißen sie? Viken Berberian und Jan Kebi. Zwei, ich glaube, armenische Autoren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ja nicht Armenier. Die Geschichte spielt in Armenien. Aber jedenfalls ein sehr interessantes, herausragendes Werk. Und man sieht es, glaube ich, schon so auf den ersten Blick von der Ästhetik her und vom Coverdesign. Hier geht es ein bisschen anders zu als gewohnt. Bin mir gerade gar nicht sicher, wo ich hinschauen soll, damit ich euch anschaue. Egal. Ja, schaut mal daher aufs Buch. Und ja, es ist ein ziemlich cooles Teil. Und bricht irgendwie, also auch vom Objekt her, ein ziemlicher Looker, Hingucker, schönes Backcover. Und es bricht halt mit ziemlich vielen Gewohnheiten, die man so kennt aus dem klassischen Comic. Also steigt einmal hier gleich groß ohne Vorspiel ein. Hier der Titel, wieder großes vollseitiges Bild. Und geht schon mal los hier dann mit der Handlung. Man steigt gleich ein in medias res und ihr seht gleich, also dieses Buch verzichtet komplett auf Sprechblasen. Die Dialoge werden einfach in die Nähe der Protagonisten gestellt. Und von der Ästhetik her ist das Buch einfach ein ziemlicher Hammer. Also es ist einfach sehr roh, sehr expressiv und total farbenfroh dahin geschmiert teilweise auch, also vor allem mit der Farbgebung, mit dieser Buntstiftfarbgebung, da wird herumradiert, da wird ziemlich viel getan. Hier auf dem Double Page Spread sieht man, dass das jetzt nicht unbedingt hier in dieser Sequenz ultra feministisch ist, aber ja, ich war nicht offended, sage ich mal. Hier gleich, also es geht um Architektur, es ist eine ziemlich furiose, sehr avantgardistische, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, Architektur-Graphic Novel. Und hier ist jetzt wirklich diese Bezeichnung Graphic Novel nicht Etikettenschwindel, das ist einfach wirklich ein grafischer Roman, der eben mit den klassischen Bildtraditionen des konventionellen Comics komplett bricht und eigentlich so dort weitermacht, wo das Kinderbilderbuch aufgehört hat. Und auch mit dieser naiven, expressiven Bildsprache, wirklich finde ich, so eine Art ästhetischen Befreiungsschlag für das Comic-Medium vollbringt. Toll ist auch das Motiv, also toll, der Menschen, die am Boden liegen und sich festhalten an Protagonisten, das kommt ihnen wieder auf, und überall die Abrissbirnen. Denn dieser Comic, also ist extrem linienstark, extrem tolle Farbgebung, finde ich. Also es ist ästhetisch wirklich ein totales Fest. Starke, sehr dominante Linienführungen. Also hier diese Abrissbirnen, die schwingen die ganze Zeit durch die Gegend. Und es ist irgendwie von der Erzählweise halt so ein bisschen wie ein Kind, wie ein Kleinkind dahin krakeelt und schmiert auf dem Papier. Aber eben auch mit der Expertise, mit der großen Kunstfertigkeit eines etablierten professionellen Illustrators gemacht. Und lesbar ist in einem Comic alles und ist auch äußerst gut, äußerst flüssig lesbar. Hier zack, ein Bild und ziemlich schnell sieht man Paris. Also der gegenständliche Wiedererkennungswert ist absolut gegeben. Hier vielleicht der Panel des Jahres, unser junger Protagonist. Inhaltlich vielleicht ein paar Worte möchte ich verlieren. Es geht um, die Handlung spielt in Jerewan, der Hauptstadt von Armenien, und Mr. Beton, ein Stadtplaner, ein Großer, und sein Sohn Frunz, Architekt, die haben den Job, die Altstadt komplett neu zu gestalten, und der Plan ist einfach, alles platt zu walzen, alles abzureißen, alles muss weg. Hier finde ich, also hier sieht man auch schön einfach so die Farbgebung, wie das verwaschen, radiert wird, wie hier einfach gemalt und gearbeitet wird. Hier knallt dann natürlich wieder eine Abrissbirne ins Bild. Ja, einfach wirklich ein ziemliches Fest, dieser Comic. Denn aus meiner Sicht, ja genau, also inhaltlich, worum geht's? Sie wollen einfach die ganze Altstadt plattwalzen und neue Wolkenkratzer hochziehen, eine Art architektonischen Brutalismus durchziehen, und letztlich regt sich dann der Volksaufstand und auf den Straßen wird Chaos herrschen und es geht dann ziemlich fetzig zu Tage. Also es geht ziemlich fetzig zu in der Geschichte. Und hier schon wieder das Motiv,
der Menschen, die am Boden liegen und Vorbeigehende an den Füßen festhalten. Nur ist es hier jetzt unser stolzer Architektursohn, der am Boden liegt und einen protestierenden Demonstranten versucht festzuhalten. Hier wieder die Abrissbirnen, also es crasht und wütet die ganze Zeit hier an der historischen Altstadt. Und ja, also es ist eigentlich jede Seite ein absolutes Fest. Wie gesagt, liest sich total gut. Also es ist vom erzählerischen Narrativen her ist man nie im Zweifel, wo man ist. Man kann der Geschichte extrem gut folgen, wie ein Bilderbuch eben. Also ich zeige euch einfach hier nochmal ein paar Seiten. Ich finde gerade in Sachen Farbgebung und dieser extrem wüsten, wilden Hinschmiererei ist das einfach äußerst erfrischend. Und aber wie gesagt, also ich möchte hier beruhigen, liest sich total fein und gut und klar. Man kennt sich jederzeit aus. Das ist, glaube ich, so eben das Bemerkenswerte, dass dieses Buch auch wirklich ein super Comic, wirklich super Narration hat. Ja, und dieser Einsatz von Double Page Spreads, also Doppelsetting Bildern, wird sehr großzügig verwendet, aber wirklich zu einem tollen ästhetischen Effekt. Ist irrsinnig reichhaltig. Apropos schöner Doppelpage Spread, das möchte ich euch eben jetzt noch zeigen. Dieser Panel, der hat mich ziemlich geflasht. Vielleicht so als kleines Abschiedsbild, Panel des Jahres bislang. Ja, Marode Substanzgenosse, erschienen in der Zürcher Edition Moderne. Super Buch, große Empfehlung. Man sieht sich.